Nicht immer ist ein Geschenk ein Geschenk. Da gibt jemand ganz viel Geld und trotzdem ist es noch nicht gut. Die EZB hat sich entschieden, nochmal 500 Milliarden auf den Tisch zu legen als PEP-Anleihen-Zukaufsprogramm hier im Rahmen der Pandemie. Also insofern, da kam nochmal eine Menge an Unterstützung finanzieller Natur und trotzdem hat der Markt gesagt, ja, was ist das für ein Mist, da wollen wir nichts mit zu tun haben und geht nach unten weg. Wir sehen, dass der DAX ziemlich heftig aktuell hier auf dem Weg nach unten, aber damit eigentlich in unserem ganz klassischen, in unserem sehr typischen Verlaufsmuster, nämlich ganz klar Schubrichtung nach unten, ganz klar ABC nach oben und dann wieder das. Ich erzähle immer das Gleiche. Ich weiß, es ist total langweilig, aber es ist halt nun mal the name of the game sozusagen. Es ist das, was der Markt so gerne macht und was er auch immer wieder zeigt. Wir haben also da Orientierungspunkte. Ich hoffe, ich habe eben schon die ein oder andere Nachricht bekommen hier über meine Kanäle hier auf Smartphone, so im Sinne von, oh je, soll man jetzt zukaufen? Was ist denn sinnvoll? Das ist natürlich schwierig, theoretisch kein Anlass, jetzt noch die Long-Position im Moment zu halten, wenn es insbesondere, wenn es teuer ist, wenn das im Rahmen der normalen Stop-Weite ist, überhaupt gar kein Problem. Aber ihr seht, ich habe das hier noch eingezeichnet, am Wochenende hatte ich ja einen Beitrag dazu gemacht, im Sinne von, wir dürfen nicht vergessen, das ist noch realistisch möglich, dass wir diese Niveaus hier erreichen. Also nicht davon ausgehen, ja nee, das ist total abwegig. Das soll jetzt kein Versprechen oder auch keine Drohung sein, also nicht so von wegen, das geht auf jeden Fall dahin. Aber wir sollten das mit einkalkulieren. Und solange der Markt in die Abwärtsrichtung stark ist, jetzt gucken wir nochmal, das ist abwärts, ist das stark? Ja, wahrscheinlich auch. Und, das fehlt jetzt noch, die Aufwärtsseite schwach ist oder von mir aus auch in so einer ABC-Form, wie auch immer. Solange dieses Verhaltensmuster ist, immer auf der starken Seite die Orientierung behalten. Was würde das Bild zerstören? Naja, das wisst ihr doch inzwischen selber, wenn der Markt jetzt so antworten würde. Macht er das oder das andere? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das sagen auch die Charts nicht im Vorhinein. Das ist ja ein Irrglaube, dass viele sagen, ja, der Chart, der sagt dir, was die Zukunft bringt. Nein, das weiß ich nicht, ob wir jetzt sowas bekommen oder ob wir jetzt sowas bekommen. Das Schöne ist, das kann ich durch optischen Sensibilitätstest, hätte ich fast gesagt, naja gut, was für ein Deutsch. Das kann ich durch einfaches Draufgucken, kann ich das erkennen, was es von den beiden ist. Und dann habe ich eine Idee, welches die starke und die schwache Richtung ist. So fasse ich zumindest mal die Charts auf und damit liegt man häufig nicht ganz falsch. So, also insofern die Stimmung aktuell nicht wirklich gut, zumindest mal nicht aus bullischer Sicht. Mal gucken, ob sich das heute noch dreht, aber die Abwärtsseite scheint noch en vogue zu sein. Wir sehen das Gleiche grundsätzlich im großen Bild zumindest mal hier, zum Beispiel beim Kurs des Nasdaq Futures hier in dem Fall, also scharfe Abwärtsbewegung im 4-Stunden-Chart. Im Moment kommt er ein bisschen zurück und das könnte eine coole Kiste werden, auch für die Intraday-Freunde unter uns. Denn nachdem der Markt so eine, na nicht so eine, nachdem der Markt so eine Bewegung gemacht hat hier, manch einer wird sagen, das sieht doch fünfwellig aus. Na, das lassen wir mal so im Raum stehen. Es lässt sich zumindest so zählen. Müsste doch eigentlich, wenn das wirklich so ein Teil ist, jetzt gerne sowas kommen. Zack, 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 ABC. Das ist natürlich kein Versprechen, aber ihr seht schon, das bietet uns mehrere Chancen. Nämlich einerseits im Großen dann nach diesem Zack, Zack, Zack vielleicht dann sogar die Short-Seite nochmal zu fahren mit Chancen ein bisschen noch mal niedriger oder vielleicht sogar deutlich tiefer zu gehen. Also die Abwärtsseite ist längst noch nicht vom Tisch und auch nicht durch so einen Anstieg generell außen vor zu lassen. Aber wer jetzt noch eine Short-Position hat, der muss eine Long-Position hat, der muss jetzt natürlich nicht traurig sein, solange der Markt hochgeht, sollte aber sehr sensibel darauf achten, ob wir jetzt dann hier im Kleinen sowas bekommen, dann hätten wir die Chance, das Zweite zu machen. So ähnlich wie das, was ich jetzt hier schon gezeichnet habe. Nur wenn der Kurs jetzt natürlich nicht wackelig oder so ABC-mäßig runterkommt, sondern sehr dynamisch, ja, dann ist auch wirklich Schicht im Schacht vorläufig. Aber aus meiner Sicht sind die Chancen für so einen Anstieg jetzt erstmal bis dahin relativ groß. Kein Versprechen, aber es wäre sehr typisch und der Markt mag sowas. Weil der Markt sowas mag, hat er das beim Gold auch mal gesagt, dann probieren wir das doch da mal. Dort haben wir nämlich genau die Situation, nur dass er ein bisschen fortgeschrittener ist, da hat er das hier schon fabriziert. Und ich kann mir vorstellen, dass das für uns gleich nochmal eine Trading-Situation wird, alternativ vielleicht bei Silber, das werde ich mir jetzt gleich nochmal angucken und ist bei mir gedanklich schon eine Vorbereitung für den Trade des Tages. Wer also Ideen haben möchte und wer sogar konkrete Handelsmarken, nicht nur einfach, ja, dann könnte dies oder jenes, sondern ganz konkret mit hier, hau mal raus,
der sollte sich anmelden. Beim Trade des Tages, da gebe ich unsere ganz konkreten Handelsmarken immer wieder dann für einzelne Trading-Ideen durch. Wer das nicht verpassen möchte, meldet sich dort an. Warum das mit der Anmeldung? Naja, klar, wir müssen es ja auch dann rausschicken, dass ihr die Informationen habt. Nützt ja nichts so von wegen, ja, ich habe es dann 2 Tage später auch gelesen. Außerdem noch nicht vergessen, wer Lust hat, mehr zu bekommen, auf Smartphone beispielsweise, solche Informationen auch mal dann gerne beim Trade, Born for Trading, ich kriege schon selber nicht mehr raus hier, anmelden. Es ist kostenfrei für einen Monat, könnt ihr euch dann diese Sachen dann aufs Handy holen, einfach mal so, um ein bisschen Informationen zusätzlich zu bekommen. So, in dem Sinne, ihr seht ungefähr, worauf das hinausläuft. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite seid, eine Menge Spaß habt mit den Märkten, nicht so häufig in die Tischkante beißen müsst und dass es nicht teuer wird. Deshalb passt auf euch und auf eure Positionen auf. Ich drücke euch die Daumen. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.